Buenos dias, Leute, Freunde, was geht ab, was poppin? Mein Name ist Robert Dream and welcome to a new video! So, heute in einer etwas anderen Location und zwar langsam bin ich es leid mit meinen langen Haaren hier. Sie haben sehr lange mir eine sehr glückliche Zeit beschert. Dennoch müssen sie jetzt langsam aber sicher mal weichen und ich möchte mal von einem Extrem ins nächste. Das heißt so viel wie, dass wir diese Haare heute abschneiden werden und ihr seid live mit dabei. Gucken wir mal, was das wird und wie ich danach aussehen werde. Los geht's! So, erster Schritt, kinnlange Haare hatten wir. Wir gehen jetzt erstmal auf 40 mm, das heißt 4 cm. Und als erstes muss jetzt mal hier der erste Zopf weg, dass wir näher hinkommen. So, das waren jetzt, also meine Mutter hilft mir dabei bei der ganzen Sache. Wie lange war das jetzt? Wie lange die gewachsen sind? 2 Jahre. Und das werden wir jetzt auf einen Schnitt. Oh, der war schön. Gott im Himmel, Alter! Scheiße! Ja, ein bisschen sieht man es hier. Richtig abartiger Büschel Haare hier. Gut, den platzieren wir mal da vielleicht. Sieht richtig lustig aus jetzt hier. Wie so ein totes Tier. Okay, wo müssen wir noch wegschneiden? Hier überall einfach mal querbeet reinschneiden hier. So. Jetzt kurze Haare. 2. Ja, jetzt hol die Maschine, sonst schau ich aus. Zerstückelt, ja, ich halte den Spiegel. Okay, weiter geht's. Second round, 9 mm. Ja, das ist doch was hier. Das ist doch was. Der schneidet schon. Machen wir doch ganz schlecht davon. So, ready. Fast ready. Feinschliff noch und dann sind wir fertig hier. Läuft! So, fertig! Jetzt sehe ich aus, wie wenn ich zum Bund gehen würde. Aber egal, mir passt's, mir taugt's. Mal wieder was anderes, mal ganz angenehm. Bart darf ich mir nicht wegmachen, weil sonst sehe ich richtig weird aus, glaube ich. Also hier nochmal zum Rekapitulieren. Das sind alles die Haare, also ein Riesenbüschel. So Leute von heute, jetzt frisch geduscht, alles gerade geschnitten, alles passend gemacht. Mit 6 mm Haaren hier fresh vor euch. Genau, so weit, so gut mit meinem Haarschneidevideo. Ich dachte mir, es muss mal wieder eine Veränderung rein, auch wenn es vielleicht da draußen dem einen oder anderen nicht gefallen wird oder vorher besser gefallen hat. Mir gefällt es auf alle Fälle. Ich komme damit zurecht. Ich bin ganz froh, mal eine kleine Veränderung wieder in meinen Haaren drin zu haben. Wie ihr ja vorhin schon hörtet, das ging jetzt 2,5 Jahre bis 3 Jahre knapp, wo ich meine Haare wachsen habe lassen. Deswegen tut's ganz gut, wieder mal kurze Haare zu haben und ich finde, es schaut nicht mal so schlimm aus. Also mir gefällt's. Aber genau, falls euch dieses kurze, knappe Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach hoch da, in jedem Fall. Und genau, abonnieren könnt ihr mich hier, falls ihr nichts mehr verpassen wollt und falls ihr gar nichts mehr verpassen wollt, wie immer alle Social Media Links unten in der Videobeschreibung. Ansonsten kommt ihr noch hier zu meinem letzten Video. Nächste Woche am Dienstag ist Dreamstag, das ist der Faschingsdienstag, da gibt es
kein Video, da ich in dieser Woche ganz viel organisieren, ganz viel drehen werde oder zumindest versuchen werde zu drehen und euch ja keinen shitty Content präsentieren will, sondern was Gutes, Ausgedachtes. Das war jetzt immer spontan wieder so eine Art Vlog, so kurz Vlog. Aber genau, ansonsten freut euch in 2 Wochen wieder, am Dienstag ist Dreamstag, auf ein Video. Seid dabei! Und als kleinen Tipp, schaut das nächste Video auf alle Fälle bis zum Ende, denn da wird es ein kleines Gewinnspiel geben. Ihr habt vorhin dieses rote LSUNU Dance Academy Hip Hop Shirt gesehen, was ich anhatte zum Haare schneiden. Ja, vielleicht gibt's da ein T-Shirt zu gewinnen, aber guckt mal rein in 2 Wochen. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao, bra. What we do here is go back, 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 back.